So, meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu SpongeBob, warme Gorb, ja. Wir machen weiter und wir können hier die Wurfrüchte auch als Plattform benutzen, so wie es jetzt im letzten Part gesagt wurde. Ich allerdings geskippt hatte, weil ich keinen Bock mehr auf diese blöden Introduktionen hatte. Und ja, wir machen weiter. Boah, wir sind ja in den Quallenhöhlen angekommen und hier muss man schon voll die Kombo-Techniken anwenden, damit das alles klappt. Hier gibt es ja irgendwie keinen Sinn, aber was soll's. So, und hier ist eine kleine Rutsche wieder. Patrick rutscht auf dem Arsch, ganz klassisch. Ich glaube, auf dieser Rutsche ist nichts. Ich glaube, hier dürfte nichts sein. Socken- oder Pfannenwender-mäßiges. Einfach nur durchbashen irgendwie und nicht mit denen da in Kontakt kommen in die Fall. Oh, war es auch schon. Voll reingelandet. Und da ist ein Pfannenwender. Ich erinnere mich... Ah, bei dem Pfannenwender konnte man irgendwie cheaten. Man konnte ihn irgendwie anders holen als eigentlich gedacht. Und da ist eine Socke. Da muss ich nämlich den Boden einfrieren. Genau. Dies ist eine Eisfrucht. Patrick kann eine Eisfrucht aufheben und sie werfen. Eisfrüchte können kurzzeitig einfrieren. Patrick kann auf gefrorenen Goo so lange rutschen, bis er wieder auftaut. Genau. Aber nämlich zack. Werf. Und hier schon lang rutschen. Man rutscht also auch von alleine so ein bisschen. Plopp. Hier waren dann irgendwo ein paar Objekte, die ich mir irgendwann schnell holen. Dich kriege ich. Oh Gott. Okay, hat funktioniert. Ohne zu sterben. Das Schöne ist, man verliert ja kein Geld, wenn man stirbt. Führt Patrick einen Bauchklatscher in der Nähe von Robotern aus, kann er sie beschädigen oder betäuben. Genau. Kleine Roboter werden von Patricks Bauchklatscher zerstört, während größere Roboter kurzzeitig betäubt werden. Also die Typen da sterben. Hier schön bläh. Während er die Dicken... Wirf meinen Dicken bitte. Achso, du wirfst so kleine wahrscheinlich, ne? Ja, du wirfst so kleine. Du dumme Sau. Bams. Während dann die da... Wurfrucht, ja toll. Also ich glaube, der hat gesagt, ich kann auch Wurffrüchte auf die werfen. Dass sie dann betäubt werden oder sterben. Okay. Wenn ich jetzt so mache, sind sie betäubt. Ich kann sie hochwerfen. Und dagegen ballern. Wie waren das nochmal? Patrick kann sogar einen Roboter, den er zuvor betäubt hat, aufheben und auf andere Roboter werfen. Genau. Mein Gedanke war jetzt aber eigentlich ein anderer. Weil jetzt muss man natürlich so machen. Aua. Muss so machen. Den da ranwerfen. Damit das frei ist. Also, ich habe irgendeine Cheater-Methode, wie man es eigentlich. Oder war das die Cheater-Methode? Man muss eigentlich das Ding da hochballern. Kann auch gut sein, dass man das hier eigentlich da hochholen muss. Die Frucht. Ich weiß es nicht genau. Egal. Geht jedenfalls auch so. Bams. So, dann gehen wir mal dahin. Du stirbst erstmal. Das Schöne ist natürlich, dass jetzt alle respawned sind. Da war ich schon am Pfannenwender und dann denkt das Spiel, nö. Egal, ich bash einfach jetzt hoch. Ich scheiße auf die Typen. Los. So, zack. Jetzt einmal das Ding holen. Uje, uje, uje. Irgendwie ist Patrick doch fast schon liebenswert, ne? Aber auch noch fast. Bams. Boom. Wollte sowieso noch gesagt haben, ne, wenn man, wenn man von der Maschine getroffen wird, also während sie explodiert, dann pfeffert man einfach nur weg. Man stirbt nicht direkt, sondern wird immer quer über die ganze Map geschleudert. Ganz easy. Naja. So, dann sind wir schon im nächsten Gebiet und ich glaube, wir können gleich wieder zu SpongeBob wechseln. Ahoi, SpongeBob. Thaddäus hat mir erzählt, dass du den Quallenkönig suchst. Vor der Dingsfehler irgendwie, da ich kein SpongeBob bin. Sehr gut. Dieses Monster hat all meine Kunden gestochen. Ich hörte, dass du ihn auf der Spitze des Quallenberges finden kannst. Bring dieses Biest zur Strecke, Minion. Okay, Mr. Krabs. Ich werde sehen, was ich tun kann. Voll dumm. Worauf wartest du noch, Jung? Kümmer dich um den Quallenkönig. Richtig scheiße, obwohl ich gar nicht SpongeBob bin. So, damit müssen wir wieder zurück in die Quallen-Dings kommen.
in die Quallenhöhlen, wo ich gerade war, ja. So läuft das hier. So, das ist hier noch ungefähr. Ach so! Kennst du das? Denk mal zurück. So war das mit Patrick. Ich weiß sogar nicht, wie seine Animation war. Dass er komisch auf den Zehenspitzen läuft. Habe ich schon gar nicht mehr in Erinnerung. Voll witzig. Naja. Bei Sandy war das auch ganz witzig. Weiß ich auch nicht mehr genau. Egal. Oh, neue Gegner. Hat man auch schon indirekt einen Spoiler, dass man Sandy noch spielen kann. Ach ja, die Musik. Bald wird sie auch mal cooler. Patrick kann Roboter besiegen, indem du, ja, wie bei jedem anderen Gegner auch. Die halten allerdings 2 Treffer aus. Ist ein bisschen fies. Aber was soll's. Machen trotzdem einen Abflug. Weil ich einfach Pro bin. Acht auf den großen Knall. Boah, der Dance hier vor rum, so yeah, weil ich Musik hab. Kipp trotzdem um. Joa. Glanzding. Boom. Man kann sogar ein bisschen steuern hier dann. Kanonenkugel. Absolut korrekt. Patrick. Bams. Bams. Das ist so geil, wie man hier läuft. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Egal. Hallo, Mrs. Poof. Hallo, Mrs. Puff. Hallo, Patrick. Ich habe einen Patrick. Job für dich. Boah, Mrs. Puff hat die behinderteste Synchronstimme, die es gibt, ne? Zwei, guck mal, wie sie mit ihren Augen erstmal wackelt. Ja, vor unter Drogen haben Annie und ich schon mal festgestellt. Und vor allen Dingen ist sie halt, weil sie ist ja eigentlich immer voll sauer auf SpongeBob, ne? So voll so, oh, SpongeBob, voll genervt. So, das war das Wort. Ist sie nämlich einfach mal überhaupt nicht. Oh, toll. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter haben ihn mir gestohlen und ins Wasser geworfen. Wenn du ihn zurückbringen kannst, wäre ich überglücklich. Ja, den behalte ich doch sowieso. Ich kümmere mich drum, Mrs. Puff. Mrs. Boof. Oh, man. So, wir werden mal... Komm, ich nehme mal wieder SpongeBob. Ich glaube, das ist hier eh wichtig. Dann kann ich ja nochmal mit Mrs. Poof reden. Sag mir bitte, dass du nicht gefahren bist. Natürlich nicht, Mrs. Puff. Ich habe doch gar keinen Führerschein. Oh. Alter Schwede. Ändert aber nichts daran, dass das Spiel cool ist. So, werft euch eure Typen hier, ja, Bams und tot und. Das muss ich ja nicht genau machen. Aua. Muss ich nur alle besiegen oder? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie nur, dass man einen Schalter drücken muss. Und die Dinger kaputt. Warte mal, ich glaube, ich muss Patrick. Warte mal. Ich hole mir nochmal wieder Patrick. Dass ich die ja gegen die Dinger werfen muss. Gegen diese roten Teile. Genau so machen wir das mal. Ja, okay, okay. Ich habe schon den Hinweis. Alles klar. So, ich glaube, genau. Mal schön. Bumm. Nimm ihn! So, dann haben wir es gleich, ne? Bams. War es das schon? Ne, noch einer. Okay, Spaß ist in der Luft zu steuern, den Wurf. Oh, da war auch noch einer auf meiner, auf der Rückseite. Zack! Ganz easy gemacht. Okay. Und damit haben wir dann schon unseren 8. Das heißt, wir haben 8% in Part 4. Damit lässt sich arbeiten. Ja. Heißt, wenn wir so weitermachen, brauchen wir 50 Parts. Allerdings geht's ja vielleicht bei schneller, vielleicht auch bei langsamer. Ich weiß es nicht genau. Boah, ich kann sogar abkürzen da hinten. Aber ich will nochmal mit ein bisschen Puff reden. Mal gucken, ob sie irgendwas zu sagen hat. Gut gemacht, Patrick.
Du bist ein richtiger Star. Mit Nachnamenstar. Kann ich einen Keks haben? Nein. Sagt sie sogar. Nein. Nein. So, jetzt nehmen wir auch wieder SpongeBob. Kennen diese Leute, die mal SpongeBob sagen? Dies ist ein Tiki. SpongeBob muss sich heranschleichen, um es zu zerstören. Patrick kann auch Sachen aus einiger Entfernung auf das Tiki werfen, genau. Denn ich kann auch schleichen, wenn ich den Stick nur ganz leicht anditsche. Patrick kann nicht schleichen, weil Patrick ist zu fett. Und nur wenn ich mich anschleiche, bleiben die. Aber, genau, verschwinden sie nämlich. Ist eh, ist mir jetzt zu blöd. Bumm. Oh, die gehen doch nicht kaputt, schade. Aber ist kein Bock, mich hier irgendwie um die Typen zu kümmern. Bin ich ganz ehrlich. Okay, ich glaube, in dem Part Quallenfelder durchmachen wird doch nicht so ganz was. Oh mein Gott, es wird schon schwieriger. Stirb. Stirb. Wow, haben die alle einen Abflug gemacht? Das ist ja nice. Aber so lange dauern die Quallenfelder wirklich nicht mehr. Ach ja, das Gebiet hier, das ist auch schön. Geld, so viel Geld. Ich wette, wir haben am Ende gar keine Geldprobleme. Ich war einfach nur damals zu dämlich, Geld einzusammeln. Wir können, Bar können wir gleich ja schon eintauschen bei Mr. Krabs. Also einen auf jeden Fall. 3000 war der erste, glaube ich, oder? Oder 1000? Oder? Ich habe keine Ahnung. Aua. Eigengrütze ist das. Steht auch auf den Dingern drauf. Spongebob sollte hier jetzt zurückkehren, sobald er den Lenkseifenblasen-Move beherrscht. Ja, und ich kann schon mal so viel verraten, das dauert lange, bis wir diesen Move haben. Den schaltet man erst recht spät frei. Im letzten Drittel des Spiels. Ja, dementsprechend, man muss auch wirklich auf diese Gebiete zurückkehren. Auch am Anfang mit der Seifenblasen-Bowling-Kugel, die dauert allerdings nicht so lange. Also die erlernen wir schon bald. Im zweiten Drittel des Spiels. Wie gesagt, Bikini Bottom ist in drei Teile unterteilt. Das erste Gebiet haben wir halt frei mit Quallenfelder, Innenstadt und Gulagoon. Und dann kommt der zweite Teil mit, keine Ahnung. Vielem anderen Scheiß. Oh! Ein lila. Na. Lila-farbener. Vor der Trick jetzt. Ich gehe weg. Dann kommen sie wieder und dann sprengt ihr den mit in die Luft da oben. Ha! Habt ihr das gesehen? Ich frage mich, ob man für die Kombos auch mehr Geld bekommt irgendwie. Ein Geldbonus oder so. Ich weiß es nicht. Pow! Nämlich an das Cars-Spiel. Kabum! Okay, mehr ist sie nicht. Stirb die dumme Sau. Das sind Steintikis. Das ist ein Steintiki. Er kann nicht mit normalen Moves zerstört werden. Donnertikis können es aber beschädigen. Genau. Beschädigen. Man kann es kaputt machen. Und es gibt auch noch andere Möglichkeiten später. Mit dieser Lenkseifenblase, die ich eben schon erwähnt habe, kann man die, glaube ich, kaputt machen. Können mich jetzt auch irren. Aber ich glaube schon. So, erstmal hier easy gekillt. Aha, okay, das ist tatsächlich. Kann mich gar nicht mehr so genau hier dran erinnern, an das Gebiet. Na, da oben kommen wir gleich noch hin. So, dann bin ich jetzt, mache ich jetzt mal. Ein Selbstmordattentat, glaube ich. Werde mal versuchen, da unten hinzuspringen einfach. Jo, hat funktioniert. Ich meine, man muss es ja nicht auf legale Weise holen, ne? Selbst wenn man dabei stirbt, man verliert ja nichts. So, wer erschafft euch hier? So, ist hier unten. Ach Mann, ey. Diese Kamera. Ist hier unten noch was? Oh. So, wie war eine Plattform. Ach so. Och, ist wieder runtergesprungen oder was? Oh. Okay, aber interessanterweise war ich in dieser Ecke noch gar nicht. Dahinter ist bestimmt Geld oder so. Oh, fuck it. Egal, muss ich wieder hochlaufen. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. In SpongeBob, sogar hier, ja. Mr. Krabs ist ein bisschen geldgeil. Dürfte kein Geheimnis sein. Boah, ich kann sogar drauf laufen, ist ja geil. Man erkennt nur wieder neue Sachen. War ja auch sehr schön, wie das einfach so richtige Schicht da drum hat, die Steine. Einfach damit das so cool aussieht, so glitzernd am Wasser. Das ist ein cooler Effekt.
Doch, doch. Muss ich schon sagen. Dede. Unterhose. Gott, kaum muss man neu laufen, dann dauert das hier alles wieder ewig. So, dich dumme Sau töte ich jetzt einfach aus Prinzip. Bing, 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 bing. Aber allein in dem habe ich fast 1000 neue Objekte gesammelt. Geil. Oh, Bams, Bams, Bams. Dann bash mir mal durch. Easy. Oh, lol. Es gibt nichts Schöneres als den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Guck meine an. Sieg. Wie war denn das jetzt noch? Kann gut sein, dass man von hier da noch gar nicht hinkommen soll. Hinkommen kann. Ach ja, da muss man ja Geld bezahlen bei den Stellen. Ja, das dürfte kein Geheimnis sein, das haben wir schon mal gesehen. So, man muss sich von oben irgendwann fallen lassen, kann das sein? Nee, warte mal, ich weiß echt nicht. Das kann ich ja nicht steuern. Erst wenn ich auf dem Boden bin. Ach so, okay, von da hinten dann. Boah, ich muss Geld bezahlen. Das schöne Geld, aber muss sein. Naja, was soll's. Oh mein Gott. So, von da oben muss ich nämlich dann später hin. Wenn ich gleich da bin. Wow, Wippe. Da gibt voll Sinn. Unlogisch. Wow. Knappe Sprünge. Muss ja mal ganz ehrlich sagen. Also, wir hier sind echt gleich durch, ne? Leute, wir sind bald durch schon mit den Quallenfeldern. Dürfte eigentlich nichts mehr kommen. So viel. Vor was war. Das gibt es hier natürlich schon noch. Aber ich glaube danach, der nächste Abschnitt ist dann schon der Finale. Der Finale. Von Instagram kann er Tangreen oder wie viel es gibt. Checkpoint. Oh. Nein, gar nicht funktioniert. So, von da muss ich da hin. Irgendwo. Achso, da. Oh, wie ich 1000 Meter zurückfliege, ey. Boah, leck mich am Arsch. Ihr dummen Fleischkloppis. Hier muss ich hin. Für die Socke. Meine Güte. Ist halt alles klappe messen. Leck mich am Arsch. Okay, 12. Insgesamt natürlich. Wie viel sind es insgesamt? 8 von 14. Oh, weia. Also ein paar haben wir definitiv übersehen. Und oder noch nicht erreichbar. Und oder sind noch nicht erreichbar. Das sind habe ich vergessen. Tut mir leid. Da ist so ein kleiner Brain Lag scheinbar. Oh mein Gott, Todesschlucht. Rübergesprungen. Karton. Man erkennt auch immer, ob der Karton schon gültig ist. Weil ich hätte den nicht geöffnet. Da unten wäre so eine Warnung. Ey, du musst noch den anderen finden. Dann kann man halt nicht durch. Steht auch immer wieder bei den Kartons. Da er nicht stand, wäre der jetzt schon aktiv quasi. Na, fuck. Was war das denn? So, da hinten kann ich was mit Patrick machen. Irgendwie eine Wurfrucht. Hat bestimmt auch irgendeinen Sinn. Oder um es einen Funwender. Bestimmt. Allerdings weiß ich nicht genau welchen. Von daher lassen wir es erstmal. Okay, ist eine Wurfrucht. Oh. Nice. Ach, guck mal. Kann ich die Wurfrucht runterballern, dann kriege ich den lilanen da wahrscheinlich. Alter, SpongeBob, was ist los mit dir? Naja. Habe ich mir ein bisschen anders geholt. Das Seilstelle ist hier leider auch nicht. Oh, da muss ich Wandsprung gleich machen. Ah, witzig. Das ist ein Klassiker. Also war schon hier, ey. Oh, das war eine coole Kombo. Oh.
Ich wollte gerade sagen, lassen wir uns mit Absicht fallen. Sind wir so lame? Nö, wir fallen die Jäger hier automatisch runter. Automatisch. Oder auch nicht. Okay, es sieht sehr sockig da hinten aus. Moment, dann müssen wir mal... Dann müssen wir hier doch mal runter. Können die Socke hinter sein oder so? Achso, da kommen wir nur dahin. Achso. Was bringt das Gebiet dann oben, wenn ich mal fragen darf? Achso, ich kann... Ah, hier kann ich jetzt wechseln. Ja, Wandsprung, sondern Wände hochspringen. Übrigens, wir sagen, man drücke X, um erneut zu springen. Der Wandsprung war komisch in diesem Spiel, so viel kann ich schon mal verraten. Dann will ich aber mal gucken, was das hier oben zu bedeuten hatte. Was oben genau ist, das weiß ich selber nicht mehr. Ich behaupte auch noch am Anfang, ich kann das Spiel quasi auswendig. Hä? Schon im ersten Gebiet scheitern. Ich bin auch lange durchgehalten. Achso. Nur Money on my mind ist da oben. Egal, wir sind geldgeil, wir wollen das haben. So, eigentlich würde ich sogar ganz gerne den Part und dazu die Mini-Session beenden. Das Problem ist nur, ich weiß natürlich, wo ich genau respawne. Ich glaube, den Funwender da oben hole ich noch. Dann spawne ich bestimmt am Funwender oder so. Ist das wenigstens gespeichert? Und ich zeige euch noch den Wandsprung. Hui, hui. Fand ich mal komisch, ob man hier so langsam aber sicher wieder runterrutscht. Immer. Ah. Also einfach die ganze Zeit X hämmern. Dann geht das schon irgendwie. Wie das aussieht, ne? Ohne Scheiß. Ah. Natürlich. Was auch sonst. Oh nö. Oh. Sehr, sehr. Meine Güte. Rüber geschleudert. Oh, leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Oh, nee. Was war das denn? Leckt mich doch am Sack. Oh Gott. So, Kleinkönig, dahin geht's gleich schon los, Leute. So, tschüss. Was ist ein Abflug? Du! Mach's jetzt auch einen Abflug. So, zack. Und damit ein... Moment. Und damit ein recht herzliches Dankeschön, wollte ich sagen. Nein. Und damit, vielen Dank fürs Zusehen, diese Folge. Im nächsten Part machen wir den Quallenkönig tot. Wir gucken mal, wie viel wir haben. Okay, einer fehlt uns noch. Beziehungsweise zwei. Einer bekommen wir da am Ende. Und einer... Weiß ich nicht genau. Also wahrscheinlich einer von Thaddäus dann zum Schluss und ein... Ja, keine Ahnung. Und 10 Socken. Das ist nicht so cool. Aber hey. Obwohl einer bestimmt auch noch da mit dem Seifenblasending und so. Naja. Also, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss.